Moin, willkommen zurück zu Gothic 2. Ha! Geht weiter. Wir reden jetzt mal richtig schön mit Lord Hagen. Wir nehmen mich Feuermagier sind wir jetzt. Viel besser. Leute verbrennen. Halt! Einen Unruhestifter wie dich kann ich nicht ins obere Viertel lassen. Geh zu Lord André und regle die Sache. Was gibt's denn da zu regeln? Oh, ich habe das Gefühl, dass jedes Mal, wenn ich hier hingehe, dass ich dann irgendwie mal als Unruhestifter bezichtigt werde. Jedes verdammte Mal. Jedes Mal. Ah. Ah. Das finde ich nicht fair. Leute, das finde ich echt nicht fair. Jedes Mal gehe ich da hin. Hey, du bist ein Unruhestifter. Du bist ein Arsch. Dich mag ich überhaupt nicht. Wo ist Ulf denn? Der war doch sonst immer hier. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Umgebracht habe ich den, weil das ein Arsch ist. Na, Wolfgar, ist Pfeff oder was? Wenn ich mit dem Gesindel im Hafen rumprügel, ist das eine Sache. Aber wenn du blöd bist, dann musst du Geld zahlen. Hier. Ich will. Gut. 50 Gold, deswegen. Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Der Lord André bezichtigt mich immer wegen irgendwelcher Scheißsachen, die ich gar nicht gemacht habe. Da bin ich doch Feuermagier. Man kann mir vertrauen. Bin netten. Sehe ich aus wie netten? Bin nur netten, ne? Bin echt netten. Bin feiner Kerl. Feiner Kerl ist er. Oh ja, ist er ein feiner Kerl. Können ja Watras versuchen zu verhauen. Ich glaube, der mag das nicht. Bin mir ziemlich sicher, dass er das nicht mag. Ich glaube, dann sagt aber er sowas wie. Aber Adonis fürchtete sich vor dem Tag, an dem das Tier auf das Land zurückkehrte. Warum? So, jetzt aber, ne? Jetzt darf ich hier durch. So, wo ist denn Fernando? Bürger. Es war genau so. Gerbrand. Fernando! Hi! Du hast Waffen an die Banditen verkauft. Aber. Wie kommst du denn auf sowas? Diese Liste mit Waren, die ich einem Banditen abgenommen habe, trägt deine Unterschrift. Diesen Ring hier, der Überseehändlergilde Araxos, habe ich bei den Banditen gefunden. Und du bist ein Überseehändler. Und die Schwerter, die Banditen bei sich hatten, tragen deine Initialen. Du kannst es ruhig zugeben, ich habe dich enttarnt. Ich wollte das gar nicht. Das musst du mir glauben. Am Anfang war es nur Proviant, was sie von mir wollten. Meine Geschäfte liefen nicht so gut. Da habe ich mich darauf eingelassen. Später dann wurden sie immer aufdringlicher und drohten mich umzubringen, wenn ich ihnen nicht die Schwerter liefern würde, die sie haben wollten. Du kannst mich nicht dafür verurteilen. Ich bin ein Opfer der Umstände. Das interessiert mich. Was zahlst du, wenn ich dich laufen lasse? Du weißt doch, wie es um mich bestellt ist. Ich kann dir nicht viel geben. Ich gebe dir 200 Goldmünzen und einen wertvollen Ring. Das muss dir reichen. Krieg ich jetzt das belastende Material von dir? Nein, das gebe ich nicht aus der Hand. Na schön, dann behalte es. Aber wehe, du verrätst mich. Ja, was denn dann? Was willst du denn dann machen? Mir die Finger abschneiden oder? Glaub ich doch wohl selber nicht. Das war keine große Sache. Moin! Halt! Halt! Nur Männer, die im Dienste des Königs stehen, haben Zutritt zum Rathaus. Ich bin ein Magier des Feuers, aber spielen wir mal das ich Spiel. Ich muss mit Lord Hagen sprechen. Weißt du, wie oft ich das schon gehört habe? Du kannst nicht rein. Wenn du es trotzdem versuchen solltest, muss ich dich töten. Ich bin ein Magier des Feuers. Ja, natürlich. Verzeih mir, Erwählter. Aber ich erfülle hier nur meine Pflicht. Hast du ja nicht gesehen, was ich für eine Rüstung trage? Nee, hast du nicht gesehen. Kennst du nicht, ne? Albrecht. Ich muss mit Lord Hagen reden. Er ist im großen Saal, direkt geradeaus durch. Was immer du von ihm willst, fasse dich kurz, er hat viel zu tun. Kannst du mir was beibringen? Ich unterweise nur Paladine. Was bedeutet es, ein Paladin zu sein? Ein Paladin ist ein Streiter Innos. Er lebt, um ihm zu dienen und kämpft, um ihn zu ehren. Dafür wird uns die Gabe der Magie verliehen. Die Magie der Runen, die wir als Auszeichnungen für unsere Taten verliehen bekommen. Das ist ja schön. So, was glaubt ihr? Ich habe schon von dir gehört.
Lothar hat mir berichtet, dass du mich sprechen willst. Du bist der Fremde, der das Auge Inos gefordert hat. Ich bin Lord Hagen, hey. Paladin des Königs, Streiter unseres Herrn Inos und oberster Befehlshaber von Korinis. Ich habe viel zu tun. Also verschwende nicht meine Zeit, sondern sag mir, warum du hier bist. Was weißt du über das Auge Inos? Es ist ein göttliches Artefakt. In den alten Prophezeiungen wird es im Zusammenhang mit Drachen erwähnt. Doch die Schriften sagen auch, dass nur ein erwählter Inos es tragen kann. Bin ich. Ich bin ein erwählter Inos. Dann wird es dir vielleicht möglich sein, das Amulett anzulegen. Guck mal, was ich für eine Robe trage. Die Armeen des Bösen versammeln sich ganz in unserer Nähe, im Minental. Im Minental? Wir haben eine Expedition dorthin entsandt. Wir kennen ebenfalls Berichte, die besagen, dass der Pass dorthin von Orks besetzt ist. Aber von einer Armee des Bösen ist bisher nichts zu mir vorgedrungen. Was für eine Armee soll das sein? Es sind Drachen, die Scharen von Dienerkreaturen um sich versammeln. Drachen? Laut der alten Schriften ist es viele Jahrhunderte her, dass Drachen das letzte Mal gesichtet wurden. Sag mir, warum sollte ich deinen Worten Glauben schenken? Die Frage ist doch nicht, ob du mir glauben kannst. Die Frage ist, kannst du es dir leisten, mir nicht zu glauben, wenn ich die Wahrheit sage? Solange ich keinen Beweis habe, kann ich mir nicht leisten, noch mehr Männer dorthin zu schicken. Ich soll dir also einen Beweis bringen. Genau. Überquere den Pass und mache dich auf den Weg ins Minental. Suche dort nach der Expedition. Und wenn du sie gefunden hast, sprich mit Kommandant Garond. Wenn jemand weiß, wie die Situation vor Ort ist, dann er. Falls sich deine Worte bestätigen, dann bin ich bereit, dir zu helfen. Das heißt, du wirst mir das Auge Inos aushändigen. Das Auge Inos. Gut. Bring mir den Beweis, dann sorge ich dafür, dass es dir gestattet wird, das Amulett anzulegen. Dann kann ich sagen, ich habe dein Wort in dieser Sache. Das kannst du, denn du hast es. Perfekt. Wie soll ich über den Pass kommen? Ich gebe dir den Schlüssel für das Tor am Pass. Doch du wirst deinen Weg durch die Reihen der Orks finden müssen. Möge Inos dich schützen. Rückkehr in die Kolonie. Meine Fresse. Warum seid ihr nach Korinis gekommen? Wir sind in wichtiger Mission für das Königreich unterwegs. Unser Befehl kommt direkt von König Roba. Ich sagte dir, dass wir eine Expedition ins Minental geschickt haben. Sie ist der Grund unserer Anwesenheit. Was machen deine Männer im Minental? Na schön. Da du ohnehin dorthin gehen wirst, kann ich es dir ebenso gut verraten. Der Grund dafür ist das magische Erz. Es ist von kriegsentscheidender Wichtigkeit. Aha. Ohne genügend Waffen aus magischem Erz hat die Armee des Königs nicht die geringste Chance gegen die Elitekrieger der Orks. Und die Erzminen hier auf der Insel sind die letzten, zu denen wir noch Zugang haben. Sobald unser Schiff voll mit Erz beladen ist, werden wir aufs Festland zurückkehren. Dann steht der Krieg mit den Orks schlecht. Ich habe dir schon zu viel verraten. Ach du, ach Hagen, ach das tut mir aber leid. Ja, im zweiten Teil kann man ja so ein bisschen opportunistisch das Ganze machen. Wenn ich im zweiten, im dritten Teil meine ich. Ja. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glaube. Was ist das denn für ein armer Typ? Ein Arbeiter. Fegt der hier. Wenn ich speichere, wisst ihr ja schon, dass ich mein Schwert ziehe. Oh mein Gott, die hauen. Nicht schlecht. Hier wird nicht gekämpft, ja, klar? Nie wieder. Lass mir das eine Lehre sein. Das ist nicht fair. Aber jetzt möchte ich mal wissen, ob die Paladine mich auch ausrauben, wenn ich denen was aufs... Ne? Versuchen wir mal. Weg mit der Waffe! Guck mal, Lothar ist unsterblich. So, leg dich nie wieder mit mir an. Nö, tut er nicht. Das ist ein Netten. Der steht einfach nur so rum, guckt sich das an, wie ich da halb tot, verblutend auf dem Boden liege. Aber er klaut mir meine Sachen nicht. Das ist schon sehr nett. Moin! Na? Na? Nervös? Ich kann das nicht glauben. Ah, diese dicken Schultern von ihm, oh Mann. So Leute, Skillung. Ich wollte jetzt weiter nochmal ein bisschen auf Einhandwaffen gehen.
Ich weiß nicht, wie weit ich die Magie mache. Ich wollte mir nur, dadurch, dass ich im Kreis der Feuermagier aufgenommen wurde, die Möglichkeit offen lassen, dass ich da irgendwas mitmachen kann. Und wenn ich das mache oder nicht, ist ja eigentlich relativ Wumpe. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Ich weiß es nicht. Judy. Bevor wir zu Laris gehen, müssen wir noch mit Watras reden. Dann kann ich nämlich Watras erzählen. Du, Watras, das mit den vermissten Leuten ist Geschichte. Dann sagt er, oh nein, du ahnst es hier nicht. Und dann sage ich, oh doch, ist Geschichte. Und dann sagt er, nein, Maddy, das glaubst du nicht. Und dann kommt Laris wieder und sagt, ich habe eine Botschaft für Meister Iskarot. Er ist der Wächter des Schreins vor dem Kloster. Wenn du diesen Weg für mich gehst, kannst du deine Belohnung selber wählen. Jo, klar. Ich mach's. Gut, dann nimm die Botschaft und wähle eine dieser Spruchrollen. Wenn du die Botschaft überbracht hast, werde ich dich angemessen entlohnen. Mhm. Ich nehme den Nichtzauber. Gut. Dann mach dich nun auf den Weg zu Meister Iskarot. Ich bin bereit, mich dem Ring des Wassers anzuschließen. Dann hast du Lord Hagen deine Nachricht gebracht? Ja, aber er hat mich ins Minental geschickt, um einen Beweis für meine Worte zu bringen. Du musst entscheiden, was du als nächstes tun willst. Mir war nur wichtig, dass er die Nachricht erhalten hat. Jetzt liegt es an ihm, zu handeln oder auf deinen Beweis zu warten. Was dich betrifft, du hast bewiesen, dass du unverzichtbar für uns bist. Du sollst zu unseren Kindern gehören und in unserem Namen in die Welt hinausgehen, um Adanos Wille zu vollbringen. Ich übergebe dir deinen Ring des Wassers. Möge er dir dienen, deine Verbündeten zu finden und mit ihnen gemeinsam das Gleichgewicht dieser Welt zu erhalten. Ja. Du bist der erste Magier des Feuers, der zu unseren Kindern gehört. Darüber freue ich mich besonders. Adanos möge dich schützen. Geh nun hin und triff dich mit deinen Brüdern. Sie werden dich in der Taverne zur Toten Harpie erwarten und dich in unsere Gemeinschaft aufnehmen. Die Taverne wirst du kennen. Sie liegt auf dem Weg zu Onas Hof. Vergiss nicht, deinen Ring zu tragen, damit deine Brüder dich als einen der ihren erkennen. Mehr. Okay. Was haben wir denn hier? Gibt der eigentlich irgendwelche Attribute? Nee. Du kriegst jetzt das Erkennungszeichen des Rings des Wassers. Was geschehen war. Das ist ja cool. Jetzt können alle sehen, dass ich Waterman bin. I'm a Waterman. Harad, I'm a Waterman. Da bist du ja wieder. Arbeitest du immer noch für die Paladine? Arbeitest du immer noch für die Paladine? Ich habe den Auftrag von Lord Hagen beendet. Ich stelle jetzt für ihn Erzklingen her. Allerdings gegen Bezahlung. Nebenbei habe ich aber auch wieder Zeit, ein paar Waffen für die Händler am Marktplatz anzufertigen. Wenn du also eine gute Klinge suchst, solltest du mal dort vorbeischauen. Yay! Erzähl mir mehr über die Erzklingen. Erzklingen herzustellen ist ein sehr aufwendiger und teurer Prozess. Aber das Ergebnis ist eine leicht zu führende Klinge, die praktisch unzerstörbar ist. Die Klinge an sich ist zwar von guter Qualität, aber erst in den Händen eines Paladins zeigt sich ihre wahre Macht. Die Schwerter der Paladine werden Innos geweiht. Dadurch wird aus der Erzklinge eine magische Waffe, die unvergleichlichen Schaden anrichtet. Mhm. Ich möchte eine Erzklinge kaufen. Ich darf nur den Paladinen eine Erzklinge verkaufen. Und selbst dann nur eine einzige. Hallo, ich bin dein Lehrling. Bring mir bei, wie ich ein ordentliches Schwert schmieden kann. Edles Schwert. Brauche ich aber nicht. Ich. Dann stell welch. Na, hab ich auch nicht. Hat Brian vielleicht noch was für mich? Hey, you. Brian! Was? Ich. Ein Rohstahl. Pfennigfuchser. Warum hast du nicht mehr? Warte mal. Ich schleif da jetzt schon wieder. Ich. Nee. Schade. Och, Brian, du bist so eine Würst. Du bist so eine Würst. Die Würst, Würst, Würst. Vrrr, 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 vrrr. Ich finde das so geil, wie er sich so zur Seite lehnt, wenn er dann... Der komplette Körper, nicht nur der Oberkörper. Ich bin dann aerodynamischer.
Ich kann die Kurve schneiden und jetzt um ihn rum. Moin. So. Ich glaube da nicht dran. Da ist Laris. Hey, you. Was geht? Ich gehöre jetzt zum Ring des Wassers. Jetzt willst du sicher deine Ausrüstung haben. Gut, pass auf. Wir haben bald ein geheimes Treffen in Orlans Taverne. Komm, sobald du kannst, dorthin. Wir werden dir deine Ausrüstung dort aushändigen. Mhm. Okay. Wir haben bald ein geheimes... Komm, sobald... Dann gehen wir da mal hin. Wir sind jetzt Feuermagier, gehören zum Ring des Wassers. Cool. Das ist ja wie so einer, der gleichzeitig bei Schalke und BVB spielt. Bis das einer merkt. Und dann... Aber das ist ja kein Problem, weil die ganzen Fußballer ja sowieso alle gleich aussehen. Das ist ja... Dann fällt das ja eh keinem auf. Lass sie neben wirken. Jetzt denkt ihr darüber nach, dass ich keine Ahnung habe. Und so bat das ist immer so, wenn dann irgendwie... Weiß ich nicht. Auf Facebook sehe ich dann... Rechts irgendwie so ein Passbild von irgendeinem Typen... Mit Glatze oder kurzer Haare. Und dann steht da 10 Leuten, gefällt das? Da bist du ja wieder. Und jetzt? Harad hat endlich den verdammten Auftrag für die Paladine erledigt. Und jetzt? Das heißt, ich habe jetzt neue Waffen im Angebot. Hast du Interesse? Möglich! Ich habe die Banditen erledigt. So? Das kann ja jeder erzählen. Hast du einen Beweis? Soll ich nochmal zurückgehen und in die Köpfe abschlagen? Nein, ich denke, das wird nicht nötig sein. Ich glaube dir. Damit hast du den Händlern und der Stadt einen großen Dienst erwiesen. Yay. Hier ist das versprochene Gold. 100! Zeig mir das. Es ist... eine Schlachtaxt für 1400. Das ist das Beste, was er hat. Haben wir schon ein Amulett? Oh! Ohoho! Na dann... Wenn das so ist, dass ich hier auch noch Schmiedematerialien von euch Jungs kriege, ne, dann ist die Geschichte ja ganz anders. Alles weiter. Ich glaube da nicht dran. Na, du Arsch. Zack, such dir was aus. Hast du irgendwie was mit, was ich brauchen könnte? Schlimme Zeiten sind das. Das ist doch kein Geheimnis. Piratensäbel. Soll ich mich denn noch alles kümmern? Das ist erschrecklich. Der erzähle ich gar nichts mehr. Was du nicht sagst. Damit. Ist doch nicht schlecht. Besser als unseres? Ich muss warten. Das ist viel besser. Ein edles Kurzschwert. Ach, guck mal, schön. Tada. Ach, erzähl mir nicht sowas. Dass wir null Lernpunkte haben, ne? Alles verbraten für diese dreckigen Magiekreise. Zeig mir. Ein bisschen unzufrieden bin ich ja doch, ne? Schiffsaxt, Richtstab, Schlachtaxt. Ach, das ist alles so doof. Das ist ein Schwert, was nicht viel Stärke braucht, aber womit ich dann was reißen kann, das ist ja mal wieder was ganz was anderes. Das ist ja was ganz was anderes, ist halt zu jung. Oh Mann. Ich weiß nicht mehr, irgendwie konnte man Laris damals auch eine Ablöse beschaffen, aber ich weiß nicht wie. Jetzt ist es ja egal. So rum geht's ja auch. Das ist ja kein Problem. Wie sie hier alle sauer sind. Oh, der hat eine Waffe! Er schießt ihn! Ihr seid dann besser, oder was? Ja, glaube ich nicht. Oh. Schön durchheizen hier den Spaß. Ja, nochmal. Und nochmal. Yay! So viel Freude habe ich lange nicht erlebt. Ich halte mein Rohr ins Feuer. Und puste dann schön. Oh Gott. Nein. Sag das bitte nicht. Womit denn? Aber bist du ein bisschen unentspannt, Harald? Kann das sein? Du kennst mich doch mittlerweile. Kling, kling. Klöng, klöng. Kling, kling. Klöng, klöng. Klödöng, kleng klöng, klöngi, klöng döng döng, ding dong, klönki klöng, klöng, klöng döng, und nochmal klöngi, klöng döftöck, und noch einmal draufhauen, weil das so viel Spaß macht, oh, oh, Beatbox, ein Schwert,
das meinen Namen trägt. So. Boah, das ist aber eine Arbeit hier. Tada. Oh Gottchen. Womit denn? Ja. Na, Harald? Da bist du ja wieder. Nervös? Gut. So. Tada. Und Neureich. Irgendwie ist mir das doch dann ein bisschen zu wenig. 2642 Gold. Ja, unsere Ausgaben steigen ja auch, ne? Das darf man niemals vernachlässigen. Irgendwie war das damals so, dass man dann den Aquamarienring da von Laris kriegt und dann konnte man mit Orlan reden und dann hat man das Zimmer da gratis gekriegt, aber ich weiß nicht mehr wie. Ich glaube, das habe ich auch ein bisschen verbuggt, weil das mit den verschwundenen Leuten nicht so wirklich geklappt hat. Ich dachte, das wäre so gewesen, wenn man das mit den verschwundenen Leuten aufgeklärt hat, dann ist das alles schier. Naja. So. Ach, guck mal. Da sind wieder Tiere. Der Wahnsinn. Ich darf wieder Wölfe schnetzeln. Ich bin so froh. Oh ja. Darauf habe ich mein Leben lang gewartet. Ach ja. Und da ist eine Blutfliege. Komm her. Komm in meine Arme. Komm rauf. Wo seid ihr denn jetzt? Da ist ein Wölfchen. Da. So einfach geht das. Ach, das ist so schön. Wieder Erfahrung an allen Ecken und Enden. Ach ja. So. Aber das mit dem Aufnahmeritus machen wir erst beim nächsten Mal. Bis dann, Freunde. Tschüss.